Zweimal noch. Jetzt nehmen wir rechts das Knie hoch und greifen mit der rechten Hand an den rechten Unterschenkel. Aber jetzt mal die Hüfte fest hoch, das Knie ist nach außen gedreht. Noch vier. Und jetzt wechseln wir auf die linke Seite. Schaut dabei, dass immer das Knie nach außen schaut. Noch vier. Und wir wechseln einmal noch. Acht. Noch vier. Zum Beispiel einmal links, rechts auf die Matte. Links, rechts, links, rechts. Das ist aber die Erholungspause. Vier noch. Drei noch. Jetzt werden wir das wieder 30 Sekunden lang laufen. Achtung, fertig, los. Ihr könnt das jetzt natürlich entspannter laufen. Ihr könnt auch die Fersen jedes Mal weit hochziehen. So wie es jetzt kommt, die Arme mal mitbewegen. Achtmal noch. Die letzten vier. Die letzten zwei. Und jetzt ziehen wir das linke Knie zur Seite hoch. Schauen wieder, dass das Knie nach außen schaut. Und zieh die Hüfte mit hoch. Acht. Noch vier. Perfekt, wir wechseln auf die rechte Seite achtmal. Noch vier. Auf die linke Seite achtmal. Acht, immer noch ganz leicht mit der Zehenspitze den Boden rüber. Noch vier. Leute, wir machen einen Mambo auf die Matte. Rechtes Bein. Jetzt steigt nur der rechte Fuß auf die Matte. Wir schauen dabei leicht nach links. Rechts, links, rechts, links. Nur der rechte Fuß steigt vor auf die Matte. Und das laufen wir wieder. Vor, rück. Perfekt. Sollte etwas zu viel werden, weniger laufen. Mehr nur steigen. Wenn es gut geht, großer weiter Schritt. Noch acht. Die letzten vier. Noch zwei. Und jetzt schauen wir zur Seite und springen. Und dann drehen wir uns nach hinten. Drehen wir uns weiter zur Seite. Schritt nach vor. Super, steigen wir den linken Bein auf die Matte. Vor, rück. Noch vier. Noch zwei. Und wir laufen das Seite nochmal. Vor, rück. Wenn es gut geht, weit vor, weit zurück. Sehr gut. Immer die Arme mitbewegen, noch zu schritt. Vor. Noch acht. Noch vier. Noch zwei. Und jetzt schauen wir wieder zur Seite und springen Arme hoch. Drehen uns nach hinten. Drehen uns zur Seite. Drehen uns ganz nach vor. Wir haben eine letzte Runde noch. Wir schauen in den Faust und rechts auf die Matte. Also vor, vor, breit, breit, eng, eng. Ein bisschen tief gehen dabei. Und wir werden jetzt vier Rippelschritte machen beim Vorsteigen. Jetzt. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Wir springen quasi schon auf die Matte. Drehen die Knie nach außen. Gehen also tief. Achtmal hoch. Die letzten vier. Die letzten zwei. Jetzt boxen wir nach rechts mit dem rechten Arm. Noch vier. Boxen nach links. Und boxen einfach noch nach rechts. Super Leute, jetzt machen wir den Pause mit links. Letzte Runde. Nochmal tief gehen. Noch vier. Längstes Cardio-Intervall für heute. Und jetzt wieder viermal vorschnellen. Bauchspannung. Hintern ein bisschen zurück, Oberkörper ein bisschen vor. Und halt. Immer wieder die Matte anschauen, die liegt. Die letzten acht. Super.
bleiben. Noch hier. Noch zwei. Und jetzt hoch zwar. Links noch links. Und hoch rechts nach rechts. Und einmal noch links nach links. Super, Tab rechts links. Locker.